Dies ist die deutsche Übersetzung der Predigt, die Tora. Wenn Sie in Ihrer Tanach, Ihre Bibel, nach Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 21 suchen, sagt, doch muss er den Platz im Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles eingetroffen ist, was Gott schon vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Das bedeutet, dass Jeschua HaMashiach im Himmel ist und erwartet, bis alles eingetroffen ist, was Gott angekündigt hat. Er selbst hält sich zurück, bis alles geschehen, was Gott bekannt gegeben hat. Gott wird sein Versprechen halten. Elohim wird alles wiederherstellen. Nicht nur einige Sachen, sondern alles, wie zum Beispiel der Klang der Shofar oder das Entzünden der Menorah, die hebräische Gebete, das Tanzen und so weiter. Die Welt ist mit bösen Dingen überfüllt und heutzutage benötigt dringend ein Lächeln. Die Welt benötigt Freude. Der Gottesgeist, der Ruach HaKodesh, dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem, wie zum Beispiel Frieden und Freude. Wir sollten leben, wie Jeschua HaMashiach gesagt hat, und nicht, wie die Welt uns sagt. Wir sollten ihm gehorsam sein und seine Gebote folgen. Das Wort alt klingt manchmal nach etwas Unbrauchbares oder Nutzloses. Aber wenn wir über das Alte Testament reden, der alte Bund, man denkt über etwas, das für uns nicht mehr gilt. Oder in etwas Unbrauchbares oder Nutzloses. Aber ich sag's Ihnen, es ist das Gegenteil. Ohne den alten Bund könnten wir den Messias Israels, Jeschua HaMashiach, nicht erkennen. Es gibt sicherlich Gebote, die wir nicht mehr erfüllen müssen, aber es gibt auch Gebote, die wir folgen sollten. Es handelt sich nicht um Judentum und zum Judentum übertreten, es handelt sich um das Wiederherstellen aller Dinge. Erneuerung ist nicht modernisieren. Wiederstellen oder wiederherstellen oder wieder aufbauen bedeutet, zu den Original zurückzukehren. Es ist ein Wiederaufbau, was Jahwe weltweit mit ihren Kindern macht oder machen möchte. Gott macht keine Renovierung, er macht einen Wiederaufbau. Alles, was zerstört war, wird von ihm wieder aufgebaut. Zum Beispiel, wenn Sie ein Fan von der Kollektion Autos der 50er Jahre sind und Sie würden neue moderne Felge finden und diese austauschen wollen, Sie werden bestimmt etwas Falsches machen, wenn Sie diese austauschen. Die Felgen werden sicher nicht passen. Das Auto wird sofort ganz anders aussehen und wird nicht mehr das originale Auto sein. Sie würden sicherlich in diesem Fall versuchen, die originale Felgen zu finden und darauf, und so bleibt das Auto original. Das gleiche geschieht mit unserer Art von Beten und Preisen. Es sollte sein, wie auf der Torah Emet festgestellt ist, das Wort der Wahrheit. Was ist Torah Emet? Das ist Hebräisch und bedeutet die Anweisung der Wahrheit. Sie sind die Weisungen und Gebote, die Jahwe für sein Volk gegeben hat. Also, wir kehren zurück zu den Original und wir ändern und erneuern nichts. Anderes Beispiel sind die Gebäude überall auf dieser Welt, die original bleiben sollten. Sie werden renoviert und nicht modernisiert. Es ist ein großer Unterschied zwischen modernisieren und renovieren. Die Gebäude bleiben und sollten im Original bleiben, sowohl in Form sowie in Architektur. Ein anderes Beispiel ist, wenn ein Gemälde zerstört ist. Man sucht nicht nach einem neuen Maler, sondern man sucht nach einem Restaurierer. Jemand, der versucht, das Kunstwerk mit besonderen Maßnahmen zu erhalten. Und wenn wir Elohim preisen mit hebräischem Lobpreis oder wenn wir Jeschua HaMashiach auch hebräisch mit hebräischen Wörtern beten oder wenn wir den richtigen Gottestag feiern, das ist Samstag, also Schabbat, und wenn wir die Feste, die in 3. Mose 23 geschrieben sind, feiern, das bedeutet, dass Gott wieder aufbaut. Es gibt 613 Mitzvot in dem Alten Testament und 1050 in dem Neuen Testament. Die Menschen ist durch Gnade gerettet worden und nicht nie nach Taten. Keiner kann sich selbst retten. Bevor Jeschua HaMashiach kam,
Kein Mensch war durch seine Taten gerettet. Oder weil sie Tora gefolgt haben, waren auch nicht gerettet. Noah, Mose, David waren auch durch Gnade gerettet und nicht nach seinen Taten. Bevor Jeschua HaMashiach kommt, wird alles wieder aufgebaut. Für das Remanent, das der schmale Weg der Heiligkeit, Kedusha, gewählt hat und seine Seele von Sünden reinwäscht, wird durch Gnade gerettet. Die Tora ist nicht ungültig. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 bis 19 sagt: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen. Ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, wird in der neuen Welt Gottes den letzten Platz einnehmen. Wer es aber befolgt und andere dazu anhält, wird in der neuen Welt Gottes hochgeachtet. Also, die Tora sagt, dass wir die Mitzvot, die Gebote, folgen sollten. Wir finden alles in 2. Buch Mose Kapitel 20, die 10 Gebote Gottes für sein Volk. Und eine der wichtigsten Gebote finden wir im Vers 8. Halte den Ruhetag in Ehren, der 7. Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, deine Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr und Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am 7. Tag aber ruhete er. Deshalb hat er den 7. Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Konstantino hat im Jahre 315 der Tag der Herrn geändert. Er hat den Sonntag, Sonnentag, der Tag der Sonne, als Ruhetag erklärt. Und wir sollten nicht folgen, was Konstantino geändert hat, sondern was Jahwe und die Tora belehren. Schabbat ist der Ruhetag nach der Tora. Er fängt Freitagabend und dann endet am Samstagabend. Wir sollten alle heilige Feste von Jahwe feiern. Wir finden diese auf 3. Mose Kapitel 23. Folgende Feste hat der Herr angeordnet. Er soll sie als heilige Zeiten ausrufen, die ihm geweiht sind. Ein Kommentar: Diese Feste sind Gottes Feste, die Feste, die der Herr angeordnet hat, und nicht die Feste der Juden, obwohl diese Feste für Erbe alle Kinder Israels gegeben sind. Viele Leute heutzutage sagen, dass diese Feste nicht mehr gültig sind. Und sie sagen, dass sie nicht mehr gefeiert werden sollten. Aber das ist ein Irrtum. Es ist sehr schade, sich auf ihren reichlichen Inhalt zu verzichten. Das erste Fest ist Pesach, also Passach. Das zweite Hamatzah. Das dritte Bikurium u Omer Resit. Das vierte ist Shavuot. Das fünfte ist Yom Teruah, das sechste ist Yom Kippur, Versöhnungstag, und das letzte Sukkot, laut Hüttenfest. Alles ist mit Jeschua verbunden und hat eine prophetische, messianische Bedeutung. Alles hat eine Beziehung mit Jeschua. Jeschua HaMashiach ist bei dem Passahfest gestorben und beim Fest Bikurium auferstanden. Der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh, kam an Shavuot-Fest. Er kommt zurück in einem anderen Fest, Yom Kippur. Außerdem, Jeschua ist beim Sukkot auf die Welt gekommen. Alles hat mit Jeschua HaMashiach viel zu tun. Übrigens, Jeschua ist ein richtiger Name auf Hebräisch. Wenn wir Jeschua aussprechen, wir sagen, gelobt sei Jahwe, und wir sagen, Jahwe ist unsere Rettung. Und der Name Ruach HaKodesh ist, was wir als Heiliger Geist kennen. Wir, die Leute, die in Jeschua HaMashiach glauben, gehören zum Volk Israels,
und wir sind nicht mehr heidnisch, diejenigen, die in ihrem Herzen aufgenommen haben und diejenigen, die auf die Tora gehorsam sind, sind nicht mehr heidnisch, die gehören zum Gottesvolk. Im 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 2 sagt, ihr erinnert euch, als ihr noch Ungläubige wart, seid ihr von dem stummen Götzen in Ekstase geraten. Shaul, also Paulus, sagt, als ihr noch Ungläubige wart. Aber wir glauben in Yahshua HaMashiach, wir sind nicht mehr Heiden, wir gehören zum Gottesvolk. Jetzt, das hebräische Wort Hemunah bedeutet Vertrauen und gehorsame Glauben. Wir bestätigen hier, dass die Tora immer noch gültig ist. Gehen Sie bitte auf Römer, Kapitel 3, Vers 31. Setze ich etwa durch den Glauben das Gesetz außer Kraft? Im Gegenteil, gerade so bringe ich es zur Geltung. In Römer, Kapitel 2, Vers 28 bis 99 sagt, beim Judesein geht es nicht um äußerliche Merkmale und bei der Beschneidung nicht um den äußeren, körperlichen Vollzug. Die wahren Juden sind die, die es innerlich sind. Und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach den Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Juden in diesem Sinn suchen nicht den Beifall der Menschen, aber sie werden bei Gott Anerkennung finden. Wir sind Gottes Volk, wenn wir Yahshua Mashiach als Retter erkennen. Epheser Kapitel 2, Vers 12 sagt, dass wir zu Volkes Israel gehören. Jedenfalls wart ihr damals von Yahshua Mashiach getrennt. Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr fern von Gott. Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Yahshua HaMashiach, durch das Blut, das er vergossen hat. Ich möchte auch sagen, dass Gott hat Israel nicht verstoßen. Wir gehen auf Römer, Kapitel 11, Vers 1 und sagt, ich frage nun, hat Gott sein eigenes Volk verstoßen? Das kann nicht sein. Israel folgt die fetische Uhr von Elohim. Wenn jemand zu Yahshua kommt und folgt seine Gebote, diese Person wird automatisch zu dem Volk Israel gehören. Israel hat Wunschschließungen, das Versprechen und die Patriarchen. Man glaubt, dass früher die Leute waren nach seinen Taten gerettet. Aber das ist leider falsch. Mose Kapitel 6, Vers 8 sagt, dass Noah durch Gnade gerettet war. Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Moses war ebenfalls durch Gnade gerettet. 2. Mose, Kapitel 33, Vers 12 bis 17. Und so konnten wir viele Beispiele nennen. Der Gnade Elohims war immer da. Habakuk, Kapitel 2, Vers 4 sagt, wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde. Aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. Wir folgen nicht Torah, um gerettet zu werden. Wir folgen Torah, weil wir gerettet sind. Ich bin nicht gerettet, weil Schabbat oder die Feste feiere. Weil ich gerettet bin, folge ich Torah und feiere ich Schabbat und die Feste. Kein Mensch kann durch seine Taten gerettet werden. Elohim hat verschiedene Bünde mit dem Menschen beschlossen. Es gibt kein Dispens, es gibt Bundschließungen. Es gibt Bundschließungen mit Adam, Noah, Abraham, daher die Beschneidung, obwohl man nicht durch die Beschneidung gerettet werden kann. Römer Kapitel 3, Vers 1 und 2. Und es gibt andere Wunschschließungen, wie zum Beispiel mit Moses oder David. Und wir gehen auf Devarim, 5. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 12 und sagt, du sollst an die vier Zipfel deines Obergewandes Quasten anbringen. Das Buch 4. Mose, Kapitel 15, Vers 37 bis 40 sagt, denn Herr befahl Mose, den Israeliten zu sagen, sie sollten Quasten an den vier Zipfeln des Tuches anbringen, das sie als Obergewand trugen. Diese Vorschrift sollte auch für alle ihre Nachkommen gelten. An jede Quaste sollte eine violette Kordel sein. Jedes Mal, wenn ihr die Quasten seht, sagte der Herr, sollen sie euch an meine Gebote erinnern,
sie sollten euch mahnen, dass ihr nach meinen Weisungen lebt und euch nicht von euren Gedanken und euren lüsternen Augen zum Ungehorsam verleitet lässt. Dann werdet ihr ein heiliges Volk sein, ein Volk, das einem Gott ganz gehört. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten geführt, weil ich euer Gott sein wollte. Und ich bin es auch. Ich, den Herrn. Das Wort Kadosch bedeutet heilig auf Hebräisch. Und heilig bedeutet getrennt sein. Und Jahwe ist dreimal heilig. Falls Sie Jude sind, Jahwe befiehlt Ihnen nicht, die Tora zu verlassen. Wenn jemand aus einer anderen Religion zu Elohim, Gott, Israel, kommt, sollte seine alten Traditionen und Sitten verlassen. Sie, Yehudi, wenn Sie Yahshua als Messias erkennen, Sie müssen nicht die Tora verlassen. Sie müssen nicht die Tora vergessen oder abstehen. Wenn Sie oder wenn dieses Ihr Fall ist, Sie müssen nicht das Erbe von Abraham, Isaac und Jakob verlassen. Nein, das Gegenteil. Sie sollten Tora mit ganzem Herzen lieben und folgen. Die Menschen sind böse geworden und das sehen wir weltweit. Hexerei, viele falsche Religionen, Sünden und das weltweit. Die globale Erderwärmung, alles spricht über etwas, was nicht stimmt. Yahshua HaMashiach wird uns aus den schlimmen Zeiten helfen und retten. Im Buch Joshua, Kapitel 1, Vers 6 bis 9 sagt, sei mutig und entschlossen. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihrem Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibende Besitz zuteilen. Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat. Und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meine Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, den Herrn, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Sie können ebenfalls unter dieser Webseite www.gozoypac.imx die Zusammenfassung aus Haus Juda und das Haus Israel finden. Ich möchte Ihnen sagen, dass viele Leute kommen aus diesen 10 Volksstämmen, weil diese zerstreut wurden. Viele kommen aus Sepharad, Spanien. Sepharad ist heute Spanien und Portugal. Obdaya, Kapitel 1, Vers 20. Viele von euch stammen aus Menschen aus Spanien und viele sind Juden, ohne zu wissen. Aus dem Volk stammen Dan und Juda. Der Segen der Elohim, der an Israel versprochen hat, nachdem alle Feste weggenommen waren wie Schabbat, sind kurz davor, wieder zurückzukehren. Und das ist bereits passiert. In dem frühen Morgen des dritten prophetischer Tag. Jeremia 31, Vers 3 sagt, vom weit her ist der Herr seinem Volk erschienen. Er sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Israel, meine Geliebte, ich gebe dir einen neuen Anfang. Deine Städte baue ich wieder auf. Lech die Trauer ab. Nimm wieder deine Tamburine und tanze im Fest reigen mit. Pflanz Reben auf den Bergen von Samaria. Fürchtet nicht, dass Fremde die Früchte genießen. Der Tag ist nicht fern, da wird man auf den Bergen Ephraims rufen. Und wir gehen auf Buch Hosea, Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Kommt, wir kehren um zum Herrn. Hat er uns zerrissen, wird er uns auch wieder heilen. Hat er uns Bunden geschlagen, wird er sie auch verbinden. 2, 3 Tage lässt uns leiden, dann gibt er uns neues Leben. Seit Yahshua HaMashiach sind 2000 Jahre vergangen und wir sind in der Morgendämmerung des dritten Tags. Deshalb sollten wir Teshua unsere Sünden bereuen und bekennen, dass Yahshua ist der Herr
unser Adon, unseren Herrn. Früher waren nur Sodom und Gomorra die Städte der Sünde, aber heute ist die ganze Welt. Und ich möchte Ihnen sagen, dass die Namen, die persönlichen Namen, können nicht übersetzt werden. Sein Name ist Yahweh, Yahshua und der Ruach HaKodesh. Die Segen auf Hebräisch über Brot, Wein, Torah, der aaronitische Segen können Sie hier auf dieser Seite finden. Gott segne und bewahre Sie. Wir treffen uns im Himmel. Shalom u Brachot, Frieden und Freude. Amen, Behomen.